Ich stehe heute auf dem Recyclinghof der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster-Wolbeck. Jeder von uns produziert Müll, doch viele wissen gar nicht, wo der eigentlich hinkommt. Die Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind Experten auf dem Gebiet und die Arbeit schaue ich mir heute mal an. Guten Tag. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ja, gerne. Wir kriegen jetzt erstmal eine Warnweste und Handschuhe, damit sie auch bekannt werden. Und ja, bitteschön. Jetzt bin ich komplett ausgestattet, jetzt kann es losgehen. Mats Gabas ist Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Auf unserem Rundgang über den Wertstoffhof zeigt er mir die erste Station. Am Schadstoffmobil können Bürger ihre Problemabfälle abgeben. Batterien, Farben und Lacke werden in speziell geprüfte Kunststofffässer und Metallbehälter gefüllt. Sobald das erste Gefäß drin ist, kommen Aufkleber darauf, damit wir auch wissen, was drin ist. Und falls mal was passieren sollte, die Feuerwehr auch weiß, was da für Gefahren hintersteckt. Wird das dann hinterher irgendwie nochmal kontrolliert? Also wenn hier mal ein unbeschrifteter Kanister ankommt oder sowas, dann machen wir auch oft einen pH-Test. Daran kann man dann erkennen, ob es eine Lauge oder eine Säure ist. Vorher erklärt er mir die nötigen Schutzmaßnahmen für die Arbeit. Mit Schutzbrillen, Handschuhen und Atemmasken schützen sich die Mitarbeiter. Auch für Notfälle sind sie vorbereitet. Also dann nehmen wir hier die Augenspülflasche. Da ist Kochsalzlösung drin, mussten wir aber zum Glück noch nicht benutzen. Damit das auch so bleibt, statte ich mich mit einer Schutzbrille aus. Dabei ist es wichtig, eine neue, saubere zu benutzen. Zurück am Heck des Schadstoffmobils wird dann der pH-Test durchgeführt. Hier ist was unbeschriftet. Das ist hier pH-Papier. Reicht so ein kleiner Streifen? Ja. Das ändert die Farbe nicht. Was bedeutet das dann? Nee, neutral, grün bis rot, wenn eine blaue und das orange-gelb ist eine Säure. Die Ergebnisse der pH-Untersuchung müssen nach der Auswertung notiert werden. Das dient der Dokumentation für das Unternehmen und der Sicherheit während des Transports. Doch was ist das Besondere, was Mats Gabas jeden Tag wieder neu begeistert? Der Umgang mit den Kunden, der macht Spaß. Und auch hier, das ist auch immer eine kleine Herausforderung, wo jetzt was hinkommt, richtig zu deklarieren. In der dreijährigen Ausbildung durchläuft er verschiedene Stationen. Zu seiner Arbeit gehören die Touren mit dem Schadstoffmobil, die Beratung der Bürger und die Bedienung der Maschinen. Also einfach auf den grünen Knopf und dann startet die Presse. Die Presse schiebt das jetzt alles zusammen und komprimiert das dann noch, damit noch mehr reingeht. Jetzt stehen wir hier vom Restabfall. Da steht kostenpflichtig dran. Ist es bei allen Sachen so? Alles, was so auch in die Mülltonne passt, ist Restabfall. Das ist gebührenpflichtig. Am besten, Sie sollten es fragen. Und dann gucken wir und sagen dann, was sie bezahlen müssen, ob sie bezahlen müssen und wie viel dann auch. Die Münsteraner können auch Papier, Grünabfälle, Altreifen und Hartplastik abgeben. Möbelholz muss unbehandelt sein und beim Elektroschrott wird auf die richtige Unterteilung geachtet. Altkleider sind ein besonderer Fall. Kleidung und Schuhe gehen zu einer Spezialfirma. Die sortieren das dann auch mal nach tragbaren Sachen und nicht tragbar. Aus den nicht tragbaren Sachen machen die dann meistens alte Putzlappen und ja, das Tragbare wird weiterverkauft und kommt dann einem guten Zweck zugute. Am Ende unseres Rundgangs wartet noch eine ganz besondere Station am Ausgang. Unsere umgebaute Telefonzelle, die Wechselstube. Ja. Hier können die Leute Sachen, die sie noch gut finden, reinstellen, aber das, was sie auch selber gut finden, auch wieder mitnehmen. Also ein kleiner Schritt, um Abfall zu vermeiden.